Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Zweikanal auf Fieser Dinkel, ihr kleinen, geilen Fickrosinen. Ich hoffe, euch geht's gut und ich würde mich freuen, wenn ihr hier heute mit mir ein Video anschaut. Völlig bescheuerte Begrüßung. Und zwar auf eine Streamerin. Ja, ich habe lange nicht mehr auf eine Streamerin reagiert oder auf eine Gamerin, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und zwar hatte ich mal eine Zeit lang so auf Warzone Pro-Playerinnen reagiert. Aber als dann der Wechsel zu Caldera kam, hat sich das alles ein bisschen ausgedünnt. Ich weiß gar nicht zum Beispiel, ob diese I am Angelica oder Angelica, ob sie noch aktiv Warzone spielt. Ansonsten schreibt mal gerne noch weitere Creator in die Kommentare, auf die man reagieren kann. Im Idealfall jetzt in dem Zusammenhang hier Spielerinnen, die sehr krass sind oder sehr gut sind in Warzone. Dann hätte ich sehr, sehr Bock mal drauf zu reagieren. Wir schauen uns heute die gute alte 5x5 an. Zumindest ist das ihr Gamertag. Und ich habe mir mal ihre Stats auch rausgesucht, damit wir da gemeinsam drauf reagieren können. Hier seht ihr das Ganze. Ups. Ja. Nee, das bleibt drin auf jeden Fall. Weil das ist. Ihr seht gerade wirklich überhaupt nichts. So, da sind ihre Stats. Ich bin gerade übrigens immer noch, wie gesagt, in New York. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich da nicht direkt drauf reagiere. Alle Social Media Sachen findet ihr dann bei Instagram, alle Bilder. Die gute Dame hat auf Rebirth eine 3er KD. 2182 Wins, 70.000 Kills. Wir werden heute auf eine 40er-Bomb von ihr reagieren, was schon sehr, sehr stabil ist. Ich habe gerade eben in ihren Stream von gestern reingeschaut, als das Update rauskam. Sie hatte so bodenlose Runden, die hat gar keinen Bock mehr am Ende gehabt. Die ist dann auch gequittet am Ende, die hat nur anderthalb Stunden gestreamt. Also auch so jemand wird mal von Warzone gebrochen. Und ich finde, die KDs, die Lobby-KDs sehen gerade wirklich sehr, sehr hoch aus, wenn ich mir das mal so anschaue. So 1-3 KD. Ja, 1-1, 1-3-4, sogar die Runde dann noch gewonnen. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Caldera ist so average ein bisschen so ihre Stats, wenn man sich das hier mal anschaut. Ich verlinke die Stats auch gerne wieder in die Videobeschreibung. 2,6, das ist solid. 73 Wins, aber man sieht schon relativ schnell, dass es eine, also rein Rebirth eigentlich ist. Quasi so wie D-Rock, nur in gut. Ja, nur in gut. D-Rock in gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, wir werden jetzt hier was Nices sehen. Und ich meine, 40 Kills, bin ich wirklich gespannt, was wir hier zu Gesicht bekommen. Alright, Abfahrt. Achso, lasst noch eine positive Wertung da, wenn euch das Gameplay gefällt. Die Reaction, meine ich. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen durch den Wind, weil ich jetzt hier für die ganze Woche vorproduzieren muss. Wir haben gerade Donnerstagabend, 20.25 Uhr, habe noch nichts ausgedruckt. Mein Reisepass liegt hier. In die USA zu reisen ist super. Owen. Oh no, you cannot. Ah, Stim. Worms. Oh shit. Das schon wieder eins vor offline gehen, ey. So ein Halt. Enough is enough. Ja, viele. Enough is enough. Das ist der Shrouded-Lauf, oder? Also der zweite Lauf mit dem 72-Schuss-Gurenko. Wie macht sie hier noch 40 Kills? Fuck. Oh my god. Oh my god. Was passiert hier jetzt noch? Oh no. Das war dieser Modus, wo man auch Spezialistenbonus hat, glaube ich, die ganze Zeit, oder? Weil ich dachte gerade, sie hat Spezi-Bonus, aber ihr ganzes Team hat ja wieder diesen Spezi-Bonus. Und weil das tatsächlich immer noch Leute in die Kommentare schreiben, Leute, das ist kein Wallhack, das ist das Loadout, was rot umrandet wird, wenn man das Perk Plünderer Techniker ausgerüstet hat. Schönes Ding, Harry. Oi, oi. Oh, Jesus. Ja, hallo? Da haben wir doch die erste richtig nice Szene. Ah, der hatte leider nur Piste, ne? Stimmt, hast recht. Aber war trotzdem nice. Ja. Oh. Oh. Oh mein Gott. Digga, was passiert da? Ist der Modus immer so? Hallo? That's all I gotta say. Holy Wie kann man das denn überleben? Oh.
Also sie ist wohl Number One Rebirth Gamerin oder Spielerin in Warzone aktuell. No. Come on. Ups. Come on. Swim away, baby girl. Roboter? Mit Schnitzer, ne? Unterlauf, nicht mit einem Handstopper. Okay. Arschbohrer. Und Wumms! Oh! Ja, machst du nix, machst du nix. Gallo war es, glaube ich, ne? Bleibt der Loadout die ganze Runde? Ich hätte mir wirklich mal diesen Modus angucken sollen, Alter. Den haben ja so viele gespielt. Aber wie die noch 37 Kills macht, 27 Kills macht, 17 Kills macht, keine Ahnung. Ja. Mutig, da ohne nachzuladen. Also, sie sagt übrigens nicht von sich selber, dass sie die beste Rebirth-Spielerin ist, ne? Keine Sorge. Wie ihr sie denkt, so giga unsympathisch. Oh. 15 Kills. Würde mich interessieren, so, ob ihr sagen würdet, wer jetzt besser ist, Vayla oder sie. Ich würde, glaube ich, schon sagen, dass Vayla stronger ist. Können wir erst einen Blick her. Aber sie ist wahrscheinlich NA und EUs werden immer ignoriert. Bei sämtlichen Rankings. Ich sag mal so, mich hat jetzt noch nichts komplett umgehauen. So shit too. Als ob sie noch 40 Kills macht. Ja, yeah, and. Die Shots sind halt nice, aber die Robbe. Hot Mike ist mit das Beste am ganzen Spiel, oder? Macht ihr jetzt so ihre 40 Kills? Das wäre übel funny, Alter. Ah! Das war zum Beispiel nice. Schön den Spawn-Schutz abgewartet. Nein, versucht das so jetzt. So sauer. Digga, was. Hallo? Wie viele Kills hat sie da gerade gemacht? 8 oder so? Krank. In dem Modus hat er, glaube ich, was, Deki? In dem Modus hat Deki auch irgendwie seine 44 Kills gemacht oder so, auf die ich letztens reagiert habe. Rebirth ist einfach so ein unfassbaren Hype aktuell, ne? Boah, keine Chance. Oh, aber das habe ich auch noch nie gesehen, ne? Die ganze Zeit einfach nur Tontaub schießen. Das ist komplett krank. Oh, nee. Oh, von hinten. I did not know I was muted. Ey! Oh, schade. Hat das Messer connected? Kann ja nicht, oder? Wäre Hitmarker-Sound gewesen oder so. This one on the stairs. On the stairs? Yeah. Digga. Digga. Was?
Was sehe ich denn da? What the f- They're gonna go on the roof. Yep, they are. Already up there. Yeah, I know. I'm getting shot at right now. People on the roof, I think. Bombs! Yep. Yeah, they're on that elevator tower. Okay. 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 Die Shots sind solid so, ne? Kann man nicht meckern. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Wie lange ist denn Rebirth noch gewesen? Ja, so gierig auf den Kill. Wichtig. I need two more. If you guys just, can I have two more kills? Oh yeah. You're good. Yo. Pretty 40. Go girl, go. Krank. Go girl. Okay, oh, it doesn't let you. Oh yeah. I'm trying to hit it too. I know. I was like pressing it. Trying to get life pings, I guess. Okay, Outro-Musik setzt ein. Bringt das was? He's cracked. Don't shoot him. He'll die. Diving straight down. Bombs und... Bombs! Oh, weil... Oi, oi! Rats. Ups. Oh, besser ist. Besser ist. Ja, okay. ja. Ich würde noch mal ganz kurz hier reinluschern, ob es da noch was anderes gibt. Vor 7 Tagen. What is going on, YouTube? It's your girl Five. We're back again with another Rebirth Island gameplay. I know for the past few weeks, I haven't been uploading as consistently as I normally do. I've been super sick. And Gute Besserung. Taking it easy with streams, so I haven't been getting a lot of content for you guys, but hopefully I'll be finished days, so don't expect much. Ich weiß, wie es euch geht, aber ich will doch mal so ein Aha-Moment erleben, wisst ihr? Alright, now we can full send. I died there because I mantled, because I know a guy was chasing me. So, das ist doch schon mal. Five by dabs. Das war doch so ein solid outgun. Why is this guy on my ass? They all pinged here. Are they in the bunker? Wir warten mal bis zum Loadout. Ist wieder die gleiche Owen. Und die gleiche Roboter. That dude's like a bullet. Bombs. Wichtig. Wichtig. Alles gut. Yep, das ist solid, so wisst ihr, was ich meine? I feel like I'm like hypnotized. Like I don't know where my brain is. Okay. Random. Oh, this is so fun. This is so fun. Okay. Alles gut. Also ich kannte sie halt vorher gar nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower sie bei Twitch hat, actually. Twitch. 49.000 Follower. Gar nicht schlecht. Bin wirklich mal gespannt, was ihr in den Kommentaren zu ihr sagt. Also die Shots sind schon sehr, sehr solid. Wisst ihr, was ich meine? Oh, ey, immer... Boah, ich dachte, ich stürme falsch an, hä? Lots of commotion.
Was ist denn euer Kill-Record auf Rebirth? Haut das mal in die Kommentare. Get a pretty high kill game. Oh, it's right there. Just gotta like not die. Herself. Oh, I didn't die yet. Ich weiß nicht, was wir. Ist, hat D-Rock wirklich 50 Kills gemacht in Rebirth? War das solo? Das ist schon insane, actually. What is this? In mein Lobby schießen die Gegner irgendwie immer zurück. I wanna go on the roof, but now I can't. Wait. Is he? Ich muss aber ehrlich sagen, ohne jetzt irgendwie was negativ, also ohne ihr jetzt was Böses zu wollen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es besser Spielerinnen gibt, oder? In Warzone. Also ich muss jetzt sagen, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ist blöd, wenn man das sagt, ne? Aber sie hat sich den Titel ja auch nicht selber gegeben. Sie wurde nur so genannt. Gehen wir noch ein bisschen ins Late Game, hier passiert gerade nichts. Oh. Erstmal eine Stim, immer eine Stim, erstmal rein. Kenn ich. Kleines Gasmaskenplay. Wichtig. Oh, der Kanister. Ey, das hätte böse ausgehen können, actually. Aber 27 Kills schmeckt halt richtig gut, ne? Ich bin gespannt, ob die das noch gewinnen. Der Reaper ist natürlich big, aber ich glaube, oben auf dem Gebäude bei BioLab waren gerade eben noch Gegner. Prezi, wichtig. Huch. Nice. Oh, jetzt 1 gegen 2. Komm! Ah. Keine Stimme mehr? Ja, guck mal, das ist schon sehr stark. Ja. 30er-Bomb mitgenommen. Alles gut. Mehr als Sprite in seiner gesamten Karriere gemacht hat, oder? Die sitzt da so hochkonzentriert. Wisst ihr, was ich meine? Was ist für ein Skin? Ah, schade. Muss man auch sagen, ist auch ein Markenzeichen am Ende immer down zu gehen, bevor man die Runde gewinnt. GG's. Ja, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Rüssel in die Runde. Tschüss. Ich könnte chillen am Loft in Berlin. Für meinen Job hätte ich mir längst verdient. In einem Loch könnte ich alles verlieren.